Hast du die Veränderung in Gang gebracht, dann sei dir auch der Konsequenzen bewusst. Die Konsequenzen musst du tragen lernen. Es wird Konsequenzen geben. Nun, wenn man was verändern möchte, soll ja was anders sein. Das ist die Konsequenz. Wenn man mehr für sich einsteht, ist die Konsequenz, dass man öfter mal Nein sagt. Und daraus folgt die Konsequenz, Menschen werden einen nicht mehr so oft fragen. Vielleicht gehen Menschen weg, die gemerkt haben, die kann ich nicht mehr ausnutzen, somit suche ich mir immer Neues. Das ist die Konsequenz. Aber auch in liebgewonnenen Dingen muss man Konsequenzen ziehen, wenn man diese verändert. Man hört das Rauchen auf, das Alkohol trinken, was ist die Konsequenz? Natürlich einmal das, was übrig bleibt, die Nervosität, die Ängste, das, was man gedeckelt hat. Aber auch, dass Menschen, die rauchen, vielleicht nicht mehr so mit einem zu tun haben wollen. Ja, oder auf eine sanftere Art natürlich, ich brauche keine Raucherpause mehr. Somit kann ich mich mit den rauchenden Menschen nicht unterhalten. Hab keinen Bock, dabei zu stehen und zu stinken. Oder ich spiele jetzt keinen Fußball mehr, weil ich die Konsequenz gezogen habe. Das tut meinen Knien auf Dauer nicht gut. Lass ich mal sein. Dann trifft man vielleicht viele Menschen gar nie mehr, die Fußball gespielt haben, wo man gedacht hat, das sind Freunde. Und so kommt es auf einer positiven Art und Weise, sofern man sich natürlich positiv verändert, in die positive menschliche Richtung, dass Dinge, die einem nicht gut tun, abdriften. Wo man gedacht hat, das sind wirkliche Freunde, die sind dann plötzlich weg. Das ist die Konsequenz. Und das ist eben auf dem Yoga-Weg besonders ernüchternd am Anfang, wenn man sieht, was alles wegfällt, wegbricht, vielleicht bricht die Familie auseinander, Freunde brechen weg, man merkt, die Arbeit, das ist nichts mehr für mich, der Chef nutzt ja die Menschen nur aus und das verändere ich jetzt, indem ich dort nicht mehr arbeite, ich kündige. Und dann hat man wieder Schwierigkeiten, vielleicht einen neuen Job zu finden. Und das sind aber die Konsequenzen, die man aber tragen muss, weil man ja eine positive Veränderung durchziehen möchte. Wenn man plötzlich eine andere Denkweise bekommt, ganzheitliche Gesundheit als Arzt, dann merkt man, viele Arztkollegen, die mögen einen nicht mehr, weil man nicht mehr reinpasst. Und wenn es ganz negativ läuft, wird man untergebuttert, missachtet, diffamiert und so. Das sieht man ja immer wieder und in den letzten Jahren umso mehr, wenn man nicht die Meinung hat, wenn man sich verändert hat, nee, das will ich so nicht mehr. Das mit der Gesundheit, das sehe ich so nicht, das ist nicht richtig für mich. Und dann merkt man, wie man plötzlich heftigsten Gegenwind bekommt, wie ein Orkan manchmal. Und das sind die Konsequenzen. Die Konsequenzen, wenn ich für eine neue Meinung einstehe. Über diese Themen brauchen wir gar nicht groß reden. Das haben wir die letzten Jahre, wie gesagt, deutlich gemerkt, was das für Konsequenzen hat. Und diese sind erstmal im Außen so anscheinend negativ. Fühlen sich auch im Herzen, im Körper erstmal so an. Wieso habe ich jetzt keine Freunde mehr? Warum wollen die nichts mehr? Warum melden die sich nichts mehr? Ja, es hat ja auch was mit dem Leben zu tun. Der Mensch braucht ja soziale Kontakte und wenn die plötzlich wegbrechen, dann ist nicht dieses All-Eins da, wie die Esoteriker sagen, sondern das ist erstmal Einsamkeit, weil man damit gar nicht zurechtkommt. Und diese neuen Dinge, die muss man sich erstmal angewöhnen. Oder sich an das Neue gewöhnen, wie wenn man umzieht, die neue Umgebung, neuer Ablauf, neue Anfahrwege zur Arbeit und mit der Arbeit neue Tätigkeiten oder neuen Partner, dann ist immer alles anders. Und da muss man sich erstmal dran gewöhnen, das ist erstmal anstrengend. Oder der Jugendliche fängt an zu arbeiten, 8 Stunden. Ja, ich verdiene jetzt Geld, aber da muss ich auch was für tun.
Ja, es ist normal. Und da muss man durch, eben diese Konsequenzen tragen. Die kann keiner für einen tragen, die muss man selber tragen. Und viele Menschen wollen die nicht tragen, wollen lieber wieder in ihr altes, anscheinend besseres Leben zurück. Da läuft alles, da ist gechillt. Es geht einem vielleicht nicht so gut, aber man muss sich nicht mit neuen Dingen auseinandersetzen. Man muss keine Angst haben. Der Job, ich bin ja Beamter, ist mir sicher. Also ich nicht. Kann mir ja nichts passieren, aber man geht kaputt, weil die Arbeit gar keine Freude macht, weil der Bürokratiewahn unermesslich ist. Und wenn man das erkennt, dann kann man da oft nicht mehr mitspielen. Oder wenn man mitspielt, dann muss man noch ganz andere Konsequenzen tragen. Auch in Partnerschaften, gerade so toxische Partnerschaften, viele Menschen trauen sich gar nicht zu gehen. Was ist, wenn? Wenn man geht, ja, was ist jetzt? Jetzt bin ich allein. Und dann sieht man, das hat alles Konsequenzen. Alles hat Konsequenzen, Ursache und Wirkung. Und wenn man sich verändert, muss man oft erst durch, wenn man tiefgreifende Veränderungen möchte, durch die dunklen Täler durch. Aber dann kommt wieder Licht. Aber erstmal muss man den Suppenteller runter, durch die Suppe hindurch, durch die Nudelsuppe. Und dann am Ende kommt man hoch und ist dann am Rand und sieht wieder, hey, da gibt es ja noch was anderes zu essen, außer nur Nudelsuppe. Das sind die Konsequenzen. Und die sind am Anfang nicht immer angenehm. Aber es lohnt sich, wenn man da durchgeht. Viele Menschen, wie gesagt, haben Angst, diese Konsequenzen anzunehmen. Weil alles anscheinend so sicher war. Aber diese Sicherheit, diese angebliche Sicherheit in Anführungszeichen, macht ja viele Menschen krank. Dieses Absichern, funktionieren müssen, dass man ja abgesichert ist, dass man Geld hat, was zu essen hat, dies hat, das hat, dass man eine Frau hat, einen Mann und dies und Kinder, dass die versorgt sind, dass dies und das. Aber das ist ja kein Leben. Und wenn man sich verändert, merkt man, jetzt wird aber das Geld knapp, wenn ich nur 30 Stunden arbeite. Tut mir zwar gut, das kann ich mehr für mich machen, mehr entspannen, aber jetzt. Prioritäten setzen natürlich. Aber am Anfang haben manche dann wirklich zu rudern, bis das Leben mal wieder sich eingespielt hat. Nun, Konsequenzen. Wer sich verändern möchte, muss die Konsequenzen tragen. Aber es ist nicht schlecht, wie gesagt. Es sind ja Dinge, die einem gut tun. Und wenn das mal durch ist, man sich daran gewöhnt hat, dann ist kein Problem mehr. Problem ist dann nur, wenn man merkt, hey, das tut gut, da mache ich weiter. Ich versuche andere Themen auch zu verändern. Schritt für Schritt natürlich. Und dann merkt man, es ist nicht immer so einfach, wie es ausschaut. Oder wie es in so Weisheitsbüchern da, Sprüchlein hier, Sprüchlein da gesagt wird. Das hat ganz andere Konsequenzen. Und das muss man wissen. Im Vorfeld im Grunde schon. Was hat es für Veränderungen? Was folgt da draus? Mit was muss ich mich dann auseinandersetzen? Ja, kann sagen, Chef, naja, wenn du mich nicht mehr bezahlen willst bei den Überstunden, dann kündige ich halt. Wäre vielleicht eine einfache Variante. Aber man könnte sagen, hey, nee, die Arbeit macht mir Spaß, aber das passt mir jetzt nicht. Ich setze mich mit dem Chef auseinander. Vielleicht ist er dann 2 Monate grandig und scheiße drauf, aber vielleicht merkt er dann auch, hey, ein guter Arbeiter, eine gute Arbeiterin, schön, dass ich die habe. Ich muss vielleicht mein Konzept mal umdenken. Und wir kennen das, wie gesagt, wenn man für sich einsteht, hat es immer Konsequenzen. Man sagt, Schatz, nee, so will ich das nicht. Ich will nicht immer 500 Mal in Urlaub fahren oder nee, das mag ich so nicht, wie wir das gerade machen. Man merkt man, da kommt erstmal Gegenwind. Aber wenn man zu sich steht, regelt sich das andere von selbst. Ob man zusammenbleibt, auseinandergeht, ob der Chef ankündigt oder nicht.
Aber man merkt immer mehr diese Konsequenz, die daraus entsteht, wenn ich bei mir bleibe. Die ist gut für den weiteren Lebensweg. Ja, ich sage wieder danke fürs Zuhören. Gerne abonniert meinen YouTube-Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Teilt die Videos fleißig und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.